Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Forgotten Lands im LS22 und wir sind fleißig dabei, hier unser großes neues Feld anzulegen und zu erstellen. Hier stehen ein paar Bäumchen im Weg und die müssen weg. Wir packen die alle am Feldrand, sammeln die dann später ein, aber erstmal müssen sie weichen, dass wir mit dem Pflug nämlich den ganzen Boden erstmal urbar machen können für den Getreideanbau. Ja, es ist die Frage, habe ich mir schon überlegt, wir könnten eigentlich auch direkt Mais anpflanzen. Wäre vielleicht gar nicht so blöd. Und dann können wir den ganzen Mais häckseln und dann machen wir daraus Silageballen und dann macht das, wenn wir die nachher irgendwann verkaufen, ordentlich Tschingeling in der Kasse, oder? Wäre doch ja nicht so blöd. Das müssten wir uns vielleicht beim Hinterkopf behalten. Hätte ich ja fast ein bisschen Lust drauf, weil ich glaube, das ist mit der schnellste Weg, dass wir die ganze Sache refinanziert bekommen hier. Also wir haben, glaube ich, keinen Kredit an der Backe, oder? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Nein. Aber wir haben auch nicht viel Geld. Guck mal, wir brauchen eine Sämaschine, wir brauchen Kalk, wir brauchen Dünger, wir brauchen dies, das, Ananas, Saatgut, hast du nicht gesehen? Eine Walze und Striegel und bla und da sind 250.000, das ist ja nichts. Ich meine, wir könnten damit kleines Besteck rufen, aber ich habe ganz ehrlich gesagt keinen Bock, hier mit 3 Meter über das Feld zu hampeln. Wir wollen ja auch mal fertig werden, ne? Irgendwann muss ja mal auch hier ordentlich was vorangehen. Ich denke mal, die Felderstellung an sich ist schon ganz schön abenteuerlich, aber danach läuft es besser hoffentlich. Du denkst, wenn wir hier halt kontinuierlich immer im Kreis fahren, irgendwann ist der Acker fertig. Es sei denn, wir fahren ab hier hinten immer Bahnen. Wäre auch machbar. Dann arbeiten wir uns zum Weg da vorne vor und dann sind wir irgendwann fertig. Mal gucken. Oh ja. So, ich bin die ganze Zeit schon am Überlegen, können wir mit dem See irgendwann anfangen. Dann hatte ich schon die wahnwitzige Idee, mit dem Terraform Landschaftsbautool einfach da so einen kleinen Landsteg reinzubauen und in der Mitte wie eine Insel und da ein Haus raufstellen, dass wir da wohnen. Das wäre dann quasi nicht das Haus am See, sondern das Haus im See. Und dann habe ich mir wiederum gedacht, ob da die Wasserplane dabei kaputt geht oder nicht, das wäre dann richtig hässlich und dann ist der Spielstand kaputt, weil der See ist dann Schrott und nö und dann müsste man vorher mal testen auf einem anderen Spielstand, ob das möglich ist. Weil wäre schon interessant, ob wir da rumfingern können an der Wasserplane. Soweit habe ich mich da experimentell nämlich noch gar nicht vorgewagt, glaube ich. Wäre jetzt so eine spontane Idee, dass wir uns ein Haus im See bauen. Wobei, eigentlich auch Quatsch, oder? Wir haben ja ein Haus. So. Nun denn. Jetzt machen wir erstmal Feld. Ne? Also wir machen nichts anderes, bis der Acker fertig ist. Das heißt, pflügen, 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 pflügen. Der einzige Vorteil ist, wir brauchen hier erstmal danach nicht striegeln, weil durch das Pflügen haben wir kein Unkraut. Aber es wird kommen. Und dann ist die Frage, nehmen wir Pflanzenschutzmörtel oder machen wir das mit einem Kamm, also mit einem Striegel. Mal gucken. So, also, weil Unkraut lassen wir auf jeden Fall an, oder? Ich weiß gar nicht, haben wir hier, wie sind hier die Wirtschaftseinstellungen eigentlich? Habe ich hier auf schwer oder auf einfach gemacht? Schwer, naja, bitte. Hallo, danke. So. Siehst du, da müssen wir auch noch tryharden, dass wir hier nicht bankrott gehen. Aber okay, komm. Von der Bank, da können wir so viel Kredit aufnehmen. Selbst wenn wir uns vom Kreditgeld Generatoren irgendwo hinstellen, Solaranlagen oder irgendwelche anderen Sachen, die Geld generieren. Ich denke mal, bankrott gehen hier ist recht schwierig. Sehe ich eigentlich nicht so, aber ich will mir das Geld eigentlich gerne erarbeiten. Deswegen, also ich habe schon Bock, dass wir hier mit Ackerbau ordentlich Kohle machen. Das Schöne ist, wir stören hier keinen. Wir sind hier Mutterseelen allein und können hier machen, was wir wollen, wie wir wollen, wo wir wollen. Und hast du nicht gesehen? Das ist eigentlich ganz cool. Ich mag das. So wie der Einsiedler
In den vergessenen Ländern halt, ne? So wie die Map halt auch heißt. Okay, jetzt sind wir eine Runde rum. Ich würde sagen, wir fahren Bahn, oder? Dann arbeiten wir uns schön Stück für Stück von hinten nach vorne zum Weg zum Hof durch. Und dann kriegen wir nach und nach den Acker schon clean hier. Das klappt schon. Theoretisch hätte man jetzt gleich einen Curseplay-Kurs einfahren können. Also rein theoretisch, ne? Für einen Curseplay-Fahrer, für einen Flug, also genau für diesen Flug, dann wäre das Thema erledigt. Wenn wir dann jetzt noch andere Arbeitsgeräte hätten mit derselben Arbeitsbreite, dann könnten wir den Kurs sogar dafür noch benutzen. Ja, also ab und an habe ich echt schon überlegt, ob wir doch Curseplay aktivieren. Und dann sagt die innere Stimme, Alarm, nein, Curseplay gibt es nicht. Also im 22er nicht. Ich weiß nicht warum. Ich werde dann mit der ganzen Menüführung hier im 22er mit Curseplay nicht warm. Im 19er war geil, da habe ich sie feiert ohne Ende. Aber das Menü ist ja hier so schon sowas von voll gefromst. Also, da gibt ja so viele Mods, wo du dann noch mehr Menüpunkte hast. Das, nee, das macht mir persönlich keinen Spaß, Leute. Da bin ich dann raus. Ich weiß, ganz viele von euch würden das feiern, würden das echt gerne sehen. Benutzen das selber wahrscheinlich auch unfassbar gerne, was ich auch voll nachvollziehen kann, weil Curseplay hat doch sehr, sehr viele Vorteile. Aber ich sage euch ganz ehrlich, einen Trecker selber fahren ist auch geil. Muss ich auch wieder lernen. Weil wenn du einmal in dieser Curseplay-Bubble gefangen bist, dann willst du da so schnell nicht mehr raus, weil wenn die ganze Geschichte automatisch läuft und das einfach funktioniert, ist das schon ein bisschen doll cool. Ja, aber wie gesagt, seht ihr hier selber gerade, selber fahren ist auch was Schönes. Also ich musste das wirklich lernen im 19er und bin auch ehrlich gesagt so richtig von Curseplay weggekommen mit dem 22er, weil da gab es halt Curseplay erstmal nicht. Ja, und da musste wieder zusehen und so war das. Ist mit, ach Gott, ist ja mittlerweile auch schon wieder fast 3 Jahre her. Wahnsinn. So, jetzt mal Butter in die Fische. Weiß eigentlich von euch irgendeiner, ob schon ein neuer LS-Teil geplant ist? Wenn ja, wann? Und warum? Und was ist damit drin? Und keine Ahnung. Also ich habe schon ein paar Videos gesehen, dass da spekuliert wird. Ja, was könnte denn da reinkommen? Und ganz ehrlich, ich wüsste jetzt aus dem Kopf nicht, was da noch dazukommen sollte an Funktionen. Also du kannst ja jetzt schon bald wirklich alles machen. Ey, yo, warte mal. Fällt mir gerade wieder ein. Wir hatten auch letzte Woche auf Arbeit. In der Pause gucken wir öfter mal coole Videos. Ja, dann sitzen wir da zusammen und dann denken wir uns, ja, jetzt machen wir wieder irgendwas. Da haben wir geguckt, hier autonome Traktoren. Das gibt doch im Mod-Hub diesen Case-Traktor ohne Kabine, so ein autonomer Traktor. Ich würde sowas hier gerne mal ausprobieren. Hätte ich irgendwie Bock drauf. Was haltet ihr dann davon? Also wäre mal wirklich was Experimentelles. Wäre ich echt interessiert an sowas, wie die Sache läuft. Müsste ich mir mal runterladen. Und dann können wir uns die Sache mal genauer anschauen. Dann könnte ich vielleicht nochmal auf den anderen Mod-Seiten gucken, ob es da noch mehr andere Selbstfahr-autonome Traktoren-Prototypen gibt oder sowas. Wäre schon ein bisschen cool. Da stelle ich mir jetzt eben gerade die Frage, haben wir denn theoretisch eigentlich auch Helferkosten? Weil das Ding läuft ja auf Betriebsmittel. Strom oder Kraftstoff oder so. Hat der dann Helferkosten oder nicht? Das wäre interessant. Ja, das wäre wirklich mal echt interessant. Würde mich echt hart interessieren. So, können wir hier... Ach Gott, was ist mit den Spiegel los? Hallo. Wisst ihr, ist Innenansichtfliegen vernünftig? Wie ist denn hier Arbeits... Oh Gott, ich sehe ja nichts hier. Was ist denn, wenn wir die Grasnarbe hier, die Kante, immer auf den rechten Kotflügel außen anpeilen? Treffen wir denn alles? Oder lassen wir was stehen? Ich glaube, wir treffen denn alles, oder? Dann können wir in der Innenansicht mal ein bisschen fliegen. Oder auch nicht. Weiß ich noch nicht. So, dann fahren wir nämlich hier durch. Dann machen wir einen Flug hoch. Auch schön wieder knarzt, ne? Voll geil. So, dann fahren wir hier zurück mit die Grasnarbe auf dem linken Kotflügel außen. Wie sieht es aus von außen?
Wir haben eine harte Überlappung. Nee, ist nicht so produktiv, wenn wir eine Innenansicht fahren. So, warte mal, wenn wir jetzt da reinschauen. Na, siehst du? Nee, ist schlecht einzuschätzen von der Innenansicht, deswegen fahren wir von außen weiter. So, den Baum, den klöppeln wir mal aus dem Weg hier. Und ja, wie gesagt, wir werden die Bäume denn wahrscheinlich alle auf den Anhänger verladen. Und dann werden wir die wegfahren. Ich glaube, beim Bahnhof, da werden wir das Holz los. Njap, njap, njap. Oder wollen wir uns mal so einen Hackschnitzel-Schredderer holen und die da alle reinfeuern? Ich weiß ja nicht, haben wir hier soweit? Gibt es hier soweit? Bestimmt. Warte mal, Forst. Da, Forst. Hier ist so ein Schredderowski. Der macht Knackschnitzel. Oder wenn wir Bäume reinstopfen? Ich meine, den Kran brauchen wir jetzt nicht dafür. Aber dann kommen hier Hackschnitzel raus. 16.000 Liter passen hier rein. Lohnt sich das? Was ist denn das hier für ein Ding? Ach, eine Seilwinde. Na, sowas braucht man nicht. Dann wird schon dünn, ne? Ja, wisst nicht. Wollen wir das Ding mal ausprobieren hier? Was kostet denn eine Miete? 10.000? Eieieiei. Ob sich das lohnt mit Hackschnitzel? Da bin ich mir noch nicht so sicher. Zumal, warte mal, wer kauft denn überhaupt Hackschnitzel? Muss ja einen Abnehmer für geben, sonst wäre der Quatsch. Hallo? Hallo? Da. Nee. Hä, wo sind denn die? Habe ich überblättert, ne? Na toll. Oder wollen wir ein Holz im Brennholzverleih bauen? Oder machen wir eine Produktion? Oh Mann, jetzt kann ich mir nicht entscheiden. Hier ist ein Hackschnitzel. Boah, was? Hirschland, müssen wir eine Eisenbahn einladen. Haben wir einen guten Kurs für. Okay. Okay. Na, die Bäume rennen nicht weg. Wenn die erstmal am Feldrand liegen, dann liegen die da. Da müssen wir uns noch mal einfallen lassen. Also entweder stellen wir uns irgendwo einen Brennholzverleih hin auf dem Hof und machen uns da eine schnelle Mark. Oder wir machen die Bäume in Hackschnitzel. Ey, haben wir überhaupt schon mal Hackschnitzel gemacht? Ich glaube nicht, oder? Also im 22er? Ich glaube nicht. Das wäre doch auch mal was Neues. Hätte ich gesagt. Dann machen wir Hackschnitzel und dann fahren wir in die Eisenbahn rein. Ja, dann machen wir mal so richtig schön umständlich, dass ich mir wieder die Haare raufe. Nur für euch. Klingt doch nach einem super Plan. So machen wir das. So. Guck mal, und der Acker wächst und wächst und wächst. Wäre jetzt von Interesse, wie viel Fläche hat denn der Acker? Wie viel Hektar sind denn das hier? Also, ich glaube, so sehr viel groß ist das nicht. Aber bestellt werden muss das auch erstmal. Das sah mit bewachsener Grünfläche irgendwie größer aus. Oder? Oder wir machen das hier irgendwann als Wiese, wobei das wäre recht groß. Und dann machen wir da hinten das Stück Wiese, machen wir jetzt im großen Feld, oder was? Da sind wir eigentlich an sich sehr flexibel. Aber ich würde mir gleich nochmal die Map anschauen und gucken, wie wir denn landtechnisch, ackerflächentechnisch weiter verfahren mit der ganzen Geschichte. Und ob wir hier Bäume pflanzen ringsrum um Feld oder was wir hier machen, mal gucken. Weil wir könnten, jetzt gucken wir doch, guck mal. Weil theoretisch können wir hier hinter der Mühle noch ein zweites Feld anlegen. Zum Beispiel können wir dann hier hinten rum, dann machen wir hier schöne Kante entlang, dann vielleicht bis da oder so. Oder bis hier vorne. Ne, dann können wir uns hier richtig schön austoben. Machen wir vielleicht noch zwei Felder, mal sehen. Da werden dann sehr viele Bäume bei rumkommen. Ja. Oder werden wir die Bäume irgendwann einfach alle wegschreddern? Nee, doch klar, warte mal, wir haben schon mal Hackschnitzel gemacht. Wir haben mit dem Baumverschlinger auf der Pioneers Map. Klar, da haben wir schon mal die ganzen Dings mit weggemacht. Die ganzen Laubbäume. Das haben wir dann zum Hafen gefahren, genau. Aber das war auch, glaube ich, die einzige Aktion, die wir mal gemacht haben. Ich glaube, zwei oder dreimal. Sonst haben wir alles, glaube ich, immer gefällt und zu Brennholz gemacht oder so direkt verkauft. Oder einfach mit der T-Rex-Fräse direkt vernichtet. Ne, ohne Nutzen draus zu ziehen aus den Bäumen. Einfach weg, die Dinger. Ja.
Nö, aber ich hätte irgendwie Bock auf Hackschnitzel. Einfach mal so, ne? Also jetzt nicht dauerhaft oder so. Wir werden jetzt nicht die Hackschnitzelkönige und werden auch nicht in dieses Hackschnitzel-Imperium mit einsteigen. Sondern einfach so. Nur zum Probieren. So zum Sachen machen. Hätte ich jetzt gesagt, oder? Da kriegen wir ja hin. Weil hier wird nicht viel bei rumkommen. Die paar Bäumchen, die wir hier platt machen. So. Ich habe echt hartes Interesse an diesem autonomen Traktor. Da werde ich auf jeden Fall nachschauen. Da wird recherchiert und ausprobiert, ich sag euch. Ja, und der Plan steht, hier kommt Mais in die Erde. Warte mal, können wir Mais aussehen? Wahrscheinlich erst im nächsten Jahr, ne? Was sagt das Kalendarium? Mais? Na, wir könnten Raps machen. Aber ist blöd, weil dann sind wir aus der Mais-Aussaat wieder raus. Wir können halt Gras ansehen, das war denn schon. Wenn nicht, müssen wir überwintern, ist egal. Aber ich hätte hier auf diesem Stückchen Land gerne Mais. Und den häckseln wir weg. Ja. Wir bräuchten eh Häckselgut für Silage. Oder wir machen Silageballen aus dem Gras. Das wäre auch möglich. Sag mal, na klar, die Bäume floppen. Einfach schon sagen, hä? Ne, das sind die Bäume, die da mal hin und her floppen. Guck mal hier unter der Uhranzeige. Weg. Da. Weg. Da. Dick. Dünn. Dick. Dünn. Okay. Na bitte. Guck mal, den Acker, den kriegen wir doch klein hier. Wer doch gelacht. So geht das. Zack, zack. So, die Büsche alle mit weg, schön. Ist denn eigentlich guter Nährboden, wenn wir jetzt das ganze Gras oder die Struppzeug alles unterflügen? Ist doch eigentlich biologische Masse. Die wird doch jetzt auch theoretisch auch von den ganzen Bakterien von der Erde zersetzt, oder? Wenn die dann wieder Stickstoff freigeben, müsste das doch eigentlich guter Nährboden sein. So eine frisch umgepflügte Wiese, das ist doch was. Also würde mich jetzt echt wundern. Aber das müsste doch eigentlich von Vorteil sein. Hat er eine Ahnung von euch? Also nach meinem Wissensstand und nach meinem Empfinden und... Also ich würde sagen, dass das auf jeden Fall was bringt. Ja, für die danach ankultivierte, gibt es ankultivierte? Also auf jeden Fall für die Frucht, die danach kommt, ne? Mais in dem Fall. Ey, und was mich richtig interessiert, wir haben ja auf der Pioneers Map Mais gedroschen. Und das Schneidwerk hat ja die Stoppeln stehen lassen. Und dann haben wir die Stoppeln stehen lassen. Und nach dem Vorspulen war der Mais wieder im Wachstum. Ob das hier genauso ist? Habe ich noch nie gehabt. Habe ich noch nie ausprobiert. Keine Ahnung, es war mir völlig neu, dass die Maisstoppeln neu austreiben. Da dachte ich mir, hä, kann doch nicht wahr sein. Also ich habe den Pioneers-Spielstand noch. Wenn nicht, müsste ich das mal ausprobieren. Einfach vorspulen, gucken, ob da neue Pflanzen wachsen. Das wäre echt krass. So, und den nächsten Baum bitte. Da vorne ist dann noch eine große Birke. Die machen wir denn platt, wenn wir da sind. Nicht auf den Kopf. Ah. Aua. Aua. Ah, und halb auf den Trecker. Wir brauchen eine neue Scheibe. Mann, ey. Da liegt schon einer. Dann kommt der damit dazu. Dann ist das gut. Ja, Leute. Feldflächen. Keine Ahnung. Machen wir hier viel Ackerland? Oder machen wir nur vereinzelt ein paar Felder? Bin mir da gerade noch nicht so richtig sicher. Der einzige Vorteil wäre, wenn wir wirklich große Feldgeräte anschaffen, dann kriegen wir so eine Flächen relativ zeitintensiv beackert. Also mehrere davon, ne? Also effektiv ist, glaube ich, das bessere Wort. Relativ zügig, relativ schnell, sagen wir mal so. Hallo? Da sind Birken. Komm, dann packen wir die dann noch mit dazu.
Das meinte ich beim letzten Mal, da müssen wir halt mal ein bisschen weiter latschen, aber dann packen wir die alle am Rand und dann ist das fein. Ich habe auch schon überlegt, ob wir die, die wir jetzt absägen, dahin schmeißen, wo wir schon die Flücht haben, aber dann liegen die uns nachher bei der Nachbearbeitung auch wieder im Weg. Ist nicht so geil. So, wir haben hier noch die Birke und wir haben vier Bäume noch, die wir wegmachen müssen. Wollen wir die jetzt gleich alle mit immer wegmachen? Dann haben wir Ruhe. Lass mal machen. So. Und ich bin mir immer noch nicht sicher, wie wir mit den Bäumen am Ende verfahren. Aber ich denke mal, es wird in Hackschnitzel enden, das ganze Thema hier. Sofern wir die da auch reingestopft kriegen. Nicht, dass wir die noch filetieren müssen und klein machen müssen. Dann habe ich da schon wieder keine Lust drauf. Aber der Gedanke ist erstmal da. So. Und wie gesagt, ihr Plan sind große Gerätschaften. Ich hätte hier einen großen Klaas, einen Xerion, den Steiger, den großen, den 715, einen 9R, einen Johnny, von mir aus auch noch einen Big Bud. Sehr, sehr gerne sogar einen Big Bud, vielleicht auch zwei oder drei oder alle, mal gucken. Ja. Was haben wir noch? Ich glaube, Traktoren, groß haben wir viele. Vielleicht immer so ein JCB, ein Fast Truck oder sowas. Dass wir mit Licht die Geschwindigkeit von A nach B kommen, das wäre auch mal voll geil eigentlich. Na, mal sehen. Ey, warte mal, ich wollte die Bäume da platt machen, ne? Na, egal, da kommen wir noch hin. Wenn wir da flügen, dann sind wir irgendwann da. So. Ich habe auch ehrlich gesagt das Gefühl, dass wir hier heute viel schneller vorankommen mit dem Feld. Aber ey, warte mal, nee, wir haben ja beim letzten Mal noch ein Stückchen Wiese geflüchtet, da waren wir auch noch nicht ganz fertig. Okay, na dann passt das aber, das ist okay. So, dann brauchen wir als nächstes erstmal Kalk und Dünger. Oder wollen wir erst düngen und dann kalken? Dann könnten wir nämlich die Texturen überlagern. Das wäre, glaube ich, bei einer Direktsaat dann deutlich von Vorteil. Ja, also erst düngen, dann kalken und dann Aussaat. Okay, so machen wir das. So, dann müssen wir mal schauen, wie wir das mit den ganzen Fahrzeugen gestalten. Weil ich glaube, Fahrzeuge kaufen steht erstmal nicht auf dem Plan. Wenn er vielleicht mieten, oder? Ja, ich denke, mieten wird erstmal das Hauptaugenmerk sein. Ja, doch, auf jeden Fall. Nö, wir müssen erstmal Ackervorbereitung machen dann. Bevor wir direkt in die Aussaat gehen. Kalken, Düngen, so eine Sachen. Und wir müssen auch so viele Geräte kaufen. Wir brauchen noch so viel, aber alles nach und nach. Ich kenne mich selbst, sobald noch Kohle da ist, dann zünde ich den einfach an und kauf einfach alles. Aber erstmal, ne, wir können ja planen. Ob das nachher so umgesetzt wird, ist eine andere Frage, aber erstmal. Können wir uns ja so ein paar Gedanken durch den Kopf gehen lassen, wie wir denn was am besten gestalten wollen, weil wir haben ja alle Möglichkeiten der Welt. So, und ich habe gerade Bock, dass wir so zurückfahren. Dann brauchen wir nicht so harte Wendemanöver machen, sondern einfach durchziehen. Und diese flackernden Bäume da hinten, die mir irgendwie hart auf den Pinsel. Aber okay, dann ist es so. Oh, wir sind ja voll vom Kurs abgekommen. Kriegen wir das nochmal? Ja, müsste aber noch passen. Gut. So, Birke, du hast es geschafft. Du bist befreit. Komm her. Ich löse deine Fesseln. Hauen wir den anderen da vorne auch gleich weg und dann sollte es das gewesen sein. Mann, ich habe jetzt voll Bock auf diese autonomen Traktoren. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Und ich hoffe, der ist nicht so teuer.
Okay. Wir sind wieder die Meister der Baumschnitttechnik. So. Pack mal ein Stückchen hin. Zu dem anderen Kram hier mit zu. Ey! Wieso lässt es nicht fallen? Bist du doof? So. Na dann halt so. So, bitteschön. Dann machen wir weiter. Na, siehst du. Guck mal, ist schon richtig nackig geworden. So wie man das kennt. Ne, hier müssen wieder Bäume hin. Vor allem an dem Weg hier entlang. Auf der Seite da. Doch, da werden wir Bäume pflanzen auf jeden Fall. Also wir machen hier kein Ödland raus. Auch wenn wir hier eine Einöde sind, muss ich hier nicht aussehen, als wären wir eine Wüste. Wir könnten ja schön bauen. Auf jeden Fall. So. Ich glaube, das ist Endspurt. Dann hätten wir es fast. Bisschen Performance-Ruckeleien kommen hier am Start. Sind das die Bäume? Könnte ich mir bald vorstellen. Also ab und an, wenn wir so in die Ferne rein segeln mit der Kameraoptik, dann haben wir Mini-Ruckler drin. Also die habe selbst ich auf meinem Spielmonitor, dann sind die in der Aufnahme leider auch drin. Würde mich jetzt nicht hart wundern, wenn die da nicht wären. Aber da kann ich nichts gegen machen. Das ist die Map. Ne, da müssen wir jetzt durch. Ist ja auch nicht schlimm. Solange hier die Bilder nicht stehen bleiben, ist alles okay. So. Guck mal, da wird die Hydraulik vom Kraftheber aber richtig warm, wenn wir ständig anheben und absenken, anheben und absenken. Voll geil. Nö, der Acker ist okay. Ordentlich Fläche. Und ich habe hier Folgendes vor. Wenn wir wirklich Mais anbauen, so wie der kommen wird, also so ist das auf jeden Fall geplant, dann würde ich den Mais sehr gerne häckseln. Und ich habe doch im Mod-Ordner diese coole Ballenpresse. Aus dem Mod-Hub sogar, aus dem Giants-Mod-Hub. Wo du mit einem Häcksler direkt in diesen... Na, einen Trichter hast du auch nicht, aber du hast halt quasi an der Ballenpresse vorne noch eine Wanne dran und da kann der Häcksler sein Häckselgut reinbuttern und dann kannst du daraus direkt Silageballen wickeln. Voll geil. Mit so einem Ding sehe ich mich hier auf dem Feld. Na, wir brauchen keinen Fermenter, nichts. Das kommt wirklich von der Maispflanze vom Feld direkt Häckselgut gewickelt im Ballen. Entspurt. Ha. Das ist ja mal ein Acker. Sehr cool. Ne, ist schön. Ach, guck mal, schöne Fläche. Oh, oh. Wir sollten gucken, was wir hier machen. Wäre stark von Vorteil. So. Jetzt aber. Aber seid mal ehrlich, der Flug ist doch okay. Also von der Arbeitsbreite her, da kannst du nicht meckern. So. Warte mal, haben wir... Nein, da war schon richtig. Landschaftsbau. Können wir Feldfläche erstellen? Nee, leider nicht. Das wäre echt geil. Oh, ich hab das so gefeiert. Wo waren das? Auf der Western Wilds, da war das so. Da konnten wir uns Felder malen. Oh, war das cool. War das auf der Gnadental auch so? Boah, müsste ich lügen. Weiß ich jetzt aus dem Kopf gar nicht. So, auf jeden Fall haben wir fertig geflüchtet. Erstmal. Okay. So, Freunde, ich würde sagen, wir kümmern uns darum, dass wir hier Kalk rankriegen. Beim nächsten Mal. Ich sage bis hierhin vielen, vielen Dank für Zuschauen. Wir haben das Feld erstellt. Jetzt machen wir die ganze Sache weiß und dann mit Dünger und dann gucken wir weiter. Wir haben ja bis zum Aussaatzeitpunkt vom Mais noch ein bisschen Luft. Was wichtiger wäre, Gras. Dass wir die Wiese fertig kriegen zum Mähen, für Futter, für die Kühe, dass die uns da nicht verhungern.
weil Kühe sind wichtig und richtig. Also, bis zum nächsten Mal. Mach keinen Quatsch. Rennihauen.